Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parfum-Video von Scentastic. Ich bin Jasmin. Ich bin Lara. Let's go! Okay, so. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, wenn ihr neu auf unserem Kanal seid. Wir sprechen sehr gerne über Parfum auf unserem Kanal und begrüßen euch sehr herzlich. Also wenn euch so ein Content gefällt, dann würden wir uns sehr über ein Abo bei uns freuen, einen Daumen hoch für das Video und natürlich immer über Kommentare. Wir lieben das. In diesem Sinne starten wir direkt jetzt. Yes. Unser heutiges Thema ist auffälliges Parfum. Ein Duft, der halt nicht so alltäglich ist, was du nicht überall an jeder Ecke immer so riechst. Wisst ihr, was ich meine? So, ja. Nicht 0815. Ja, genau, nicht 0815, aber trotzdem jetzt nicht so übertrieben nischig. Das auch nicht, sondern einfach nur ein Duft, den du nicht an jeder Ecke so riechst. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mit dem ersten Duft an. Und dann nehmen wir den wir schon oft gezeigt haben, den es auch so einfach nicht mehr zu kaufen gibt. Leider nicht. Nein, aber deswegen jetzt noch meine Empfehlung kurz. Parfumo.de, da könnt ihr immer wieder im Souk, die haben einen sogenannten Souk, das ist so so eine kleine Verkaufsplattform auf der Seite selbst, auf der viele Parfumliebhaber auch natürlich sind und die verkaufen hin und wieder auch entweder Abfüllungen von ihren Düften oder die Flakons, wenn sie die nicht mehr möchten. Da könnt ihr auch übrigens gerne uns folgen. Ich blende hier mal die Namen von uns ein. Genau, das ist unbezahlte Werbung, ja, natürlich. Ich glaube, es gibt überhaupt gar keinen, den die für Werbung bezahlen. Brauchen die auch gar nicht. Und jetzt in diesem Sinne kommen wir zum Duft an. Genau. Und zwar der erste Duft ist von 4711, der Vanilla and Chestnut. Ein wunderschöner Vanille. Ja, den wir nicht sprühen werden. Den wir nicht sprühen werden. Aber er riecht wunderschön vanillig und nussig. Ja. Und ich wurde vor ungefähr 2 Wochen, während ich sogar mit dir am Telefon war, auf der Tankstelle von einem Mann auf diesen Duft angesprochen, wie toll der riecht. Und der hat dann den Namen vergessen und ist dann sogar ein paar Tage später nochmal gekommen und hat mich nach dem Namen des Parfums gefragt. Ehrlich? Wahnsinn, ja. Dieser Duft, Leute. Also welches Gebäck erinnert euch an Vanille und Nüsse? Vanillekipferl. Genau. Und er riecht original wie noch schön warme Vanillekipferl, die aus dem Ofen kommen. Also einfach nur geil. Mehr kann man zu diesem Duft nicht sagen. Weil der hat auch trotz seiner Süße auch was leicht Bitteres in sich. Ja, ne? Genau. Dieses, was Nüsse so manchmal haben, diese Bitternis, hat das auch. Und ich liebe diesen Duft. Und wenn ihr mal guckt, da ist echt nicht mehr viel drin. Ja, meiner sieht genauso aus. Ja, und also, ich mag den Flakon im Übrigen auch. Und sehr. Falls ihr neu auf unserem Kanal seid, unterschätzt man nicht 4711, ja, weil man denkt, man hat immer dieses altkölnisch Wasser da im Kopf, ist bestimmt für den einen oder anderen auch sehr schön, aber für die Jugend und für so die Leute, die gerne ein bisschen modernere Düfte haben, ist es halt nichts und das gehört halt zu dieser neuen Generation und das riecht, Lara hat ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auch ein Video mit deiner XXL Collection von 4711. Genau. Da sind mittlerweile auch wieder ein paar neue dazugekommen. Ja. Aber ich muss wirklich mal sagen, der zum Beispiel, der hält richtig gut. Ja, Stunden. Für 20 Euro für 50 ml ein Parfum, was wie ein Nischenparfum riecht. Wirklich. Das ist, sag mir, wo man das herbekommt. Und ich frage mich 4711, warum habt ihr den aus dem Sortiment genommen? Wirklich, ich kaufe 10 Stück. Ja, auf jeden 20 Fall. 20 Stück, egal. Ist der so ist geil. So wunderschön. Wunderschön. Auf jeden Fall. Ja, einfach damit riecht man wirklich außergewöhnlich. Das riechst du nicht überall. Und das ist auch nicht dieser 0815 Vanilleduft, sondern der ist einfach
unbeschreiblich, sodass einem das Wasser im Mund zerläuft und trotzdem hat er was Parfümartiges an sich. Ja. Gut. Na gut. The next. Genug von dem. Wir kommen zum nächsten. Und das ist der Etro von Rajasthan. Und Lara, du wurdest doch auch schon und ich auch schon mehrmals gefragt, ob dieser Fico, wie heißt der jetzt nochmal? Fico, keine Ahnung, Fico. Fico. Der Fico. Ob der Fico. Fiori. Fico Fiorini oder so. Irgendwie so. Ihr wisst bestimmt, was wir meinen. Ja. Oder du blendest den Namen bitte ich ein. Ich blende den Namen ein. Genau. Weil du hattest dann gesagt, wie der riecht. Weil ich wusste nicht, wie der riecht. Also hundertprozentig, wie der genau riecht, weiß ich es nicht mehr, weil es schon länger her ist. Aber ich meine mich zu erinnern, dass der sehr zitrisch gewesen ist, also relativ frisch. Wenn nicht, dann verbessert mich bitte, weil ich habe an dem Tag alle Etros durchgerochen, die es gibt. Und das war aber einer, der mir sehr gut gefallen hat und die anderen halt nicht so. Außer der, das ist einer meiner Favorites. Wirklich. Schon seit Jahren. Das ist, ich habe von dem mal eine Miniatur, also was heißt eine Miniatur? So ein Travis-Size habe ich von denen mal als Probe bekommen. Im Bräuninger in Düsseldorf. Und die haben einfach so toll hat der gerochen. Mhm. Also ich habe dieses Travis Size, glaube sogar 20 Milliliter waren da drin, habe ich tot getragen und das habe ich mir aufgehoben, obwohl es schon seit mehreren Jahren leer ist und dann habe ich ihn mir letztes Jahr gekauft, weil der so toll riecht. Also der riecht pudrig und blumig. Der hat was leicht Orientalisches und ich finde den herrlich. Aber ganz leicht, Leute. Mhm. Nicht das, also orientalisch denkt man ja immer an so Klopper, aber das ist der gar nicht. Nee, der ist wirklich soft, geschmeidig, sinnlich, zart, pudrig, ganz, ganz, ganz fein, toll und fein. Ganz ein edler Duft, sowas riecht man einfach nicht überall an jeder Ecke. Nee. Das ist so besonders schön gepflegt, wirklich. Das ist auch auf jeden Fall mal ein Test wert, und zwar der Etro von Rajasthan. Ja. Nee, der Rajasthan von Etro. Na gut. Sehr, sehr schön. Voll. Auf der Haut noch viel schöner als auf dem Teststreifen. Kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das von Chloé der Eau de Parfum Naturel. Nomad. Genau. Ein sehr schönes Düftchen, was Jasmin mal gewonnen hat. Das stimmt. Oh, I love it. Das ist für mich ein frisch, herber, süßer Duft. Der auch, also wirklich, der hat diesen Chloé-Charakter in sich, finde ich. Aber auf eine leicht hölzerne, herbe Art und Weise. Ich finde es toll. Also der hat den Nomad-Charakter in sich, weil diesen normalen Chloé, was es alles von denen gibt, dieses Seifige hat er überhaupt nicht. Diese seifig Süße nicht, ja. Aber das Blumige in dem Duft selber, finde ich, riecht man schon raus. Also der hat, auf jeden Fall riecht er exotisch. Ja. Der hat exotische Blumen in, also ich meine zu wissen, dass er Tiare gelistet hat. Und ich meine auch, und ich weiß auch, dass er er hat eine sehr starke, sirupartige, also zähe Süße in sich. Mhm. Ne? Und der hat Datteln gelistet. Mhm. Und der hat seine Süße, also durch die Datteln. Und Datteln hat man normalerweise wirklich in hochpreisigen Nischendüften. Das ist also nichts Alltägliches oder Gewöhnliches, dass in einem Designerduft riecht auch nicht wie ein Designerduft. Nein. Gar nicht. Gar nicht. Sehr hochwertig. Ja. Irgendwie nischig. Außergewöhnlich besonders. Nischig. Genau, nischig, um auf den Punkt zu kommen. Ja, der riecht nischig. Der riecht unisex, der riecht nischig, der riecht ganz speziell. Und das kennt man so nicht. Nee. Also ich habe auch bei noch niemandem diesen Duft gerochen. Ja, habe ich auch noch nie registriert, diesen Duft. Und das liebe ich. Ich liebe es, wenn ich nicht so rieche wie jeder zweite Mensch. Ja. Das mag ich auch gar nicht. Und das ist auch für mich teilweise ein Upturner, mir Parfums zu kaufen, obwohl ich sie sehr schön finde. Ja, wie zum Beispiel unsere Labels, die wir haben, sind auch eigentlich Ja, oder den Libre.
Ja. Von Yves Saint Laurent. Den finde ich wunderschön. Aber deine ganzen Freundinnen, aber ne? Alle meine Freundinnen haben den und ja. Dann deswegen will man ja nicht immer gleich riechen, ja, alle. Aber auf jeden Fall, ja, dieser Duft ist sehr, sehr, sehr besonders. Vor allem finde ich gerade jetzt dieser Übergang zwischen Herbst zu Winter, mhm, oder Sommer zu Herbst und Winter, der passt einfach so voll gut. Eigentlich grandios. Ist er ein Allrounder. Mhm. Ich finde, der ist so perfekt eigentlich für goldene jede. Tage. Ich finde auch tatsächlich, also genau, also jetzt so Sommer 40 Grad finde ich jetzt nicht, aber Frühjahr, ja, von Herbst in Winter, von Winter in den Frühling, ja, vom Sommer in den Herbst, toll. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr toll. Wunderschön. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten. Und zwar ist das von der Wilhelm Parfümerie der Morning Chess. Allerdings als All-Over-Spray. Ich würde so sprayen. Okay. Nicht gegen die Kamera, aber, ne? Ja, wow, Leute. Guckt vielleicht euch kannst diese... du das in Slow-Motion dann machen, Lara. Guckt euch das mal an, wie geil der kommt. Jetzt ist ja alles parfümiert. Egal, riecht auf jeden Fall geil. Oh, Leute. Ich liebe dieses Parfüm. Ja, gar nicht 0815. Gar nicht. Und ich sage euch, ganz ehrlich, das Parfum davon, also das Eau de Parfum, ist zu stark. Ist nicht nur zu stark, sondern kostet auch das Fünffache. Da kosten davon 100 ml 225 Euro regulär. Genau, und zum Beispiel das All-Over-Spray kostet 100 ml 60 bis 80 Euro. Maximal. Ja. Und es hält wirklich gut. Ja. Es hält locker 5-6 Stunden. Auf jeden Fall. Du hast eine Sillage. Es ist ein herber, frischer Duft, genau, der sehr würzig ist. Der, ja, hat auch was harzig, Kiefer und ledriges. Genau. Ja. Und riecht einfach nur toll und außergewöhnlich. Und sehr edel. Ja. Ganz edel. Mhm. Also meine Mutter hat den auch. Mhm. Und wenn sie den trägt, der hat schon, wenn du willst, kann man sagen, tendiert er eher maskulin, ja? Mhm, ja. Also das ist kein expliziter, zarter, feiner, femininer Duft. Passt jetzt auch nicht zu jeder Frau. Nee. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht finden, dass er zu so einer kleinen Frau passt, blonde Haare, pink angezogen, so, dann noch, ja, mit ihrem Louis Vuitton, Chanel-Täschchen und dann so ein Düftchen, finde ich, passt jetzt wiederum nicht so. Nee, das würde nicht so passen. Aber zu sonst Frauen, die generell jetzt nicht so tussige Frauen, würden wir mal so sagen. Ja, genau. Oder auch, also ich sag immer wieder, ich sehe diesen Duft an einer Frau, die Zigaretten raucht irgendwie. Aha. Ich weiß nicht, wieso das immer in meinen Kopf kommt, aber so eine Frau, die so der schon verrucht ist. Selbstbewusst ist. Ja, genau. So eine verruchte, selbstbewusste Frau mit so Zigaretten. Also vergesst die Zigarette, ja. Es ist nichts Gutes, aber manchmal bin ich so ein Mensch, der gerne so träumt. Ich habe echt eine sehr spannende Fantasie manchmal. Ich stelle mir mich selber auch manchmal so vor, wie ich dann so lange Zigaretten in der Hand halte, in den Fingern halte, mit so einem langen schwarzen Filter noch dran oder so. Ey, ich liebe sowas. Ja, so 20er Jahre, ne? 30er Jahre, was ist das so? Keine Ahnung, genau. Jedenfalls, ultra, ja, schön. So verrucht und irgendwie verraucht und selbstbewusst und einfach geil, wisst ihr? Das ist so eine geile, reife, erwachsene Frau, ohne Omi-haft zu wirken. Ja, und die einfach ihr Ding durchzieht, sich nichts von irgendjemandem sagen lässt. Einfach das macht, worauf sie Bock hat. Auf jeden Fall. Und der Flakon, ich finde den auch sehr hübsch. Voll. Sieht auch so vintagey aus, ne? So richtig vintage. Ja, ich liebe sowieso diese Flakons, dieses Glas von Wilhelm Parfümerie. So dick. Wunderschön. Ja. Dick, fest und schön geformt. Ja. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung von uns. Und ihr solltet den unbedingt mal testen, wenn ihr auch mal nicht immer diese süßlichen Düfte nur tragen wollt. Ne? Und vor allem All-Over-Spray, weil er dann nicht so dicht ist, sondern leicht. Ne? Ihr habt gesehen, auch wieder aus dem Zerstäuber rauskam, das ist traumhaft schön. Ja. Okay, der nächste Duft? Der nächste Duft ist Metallique von Tom Ford. Ja.
Auch ein cooler Flakon. Sehr schöner Flakon. Und sehr extravaganter Duft. Riecht auch eigentlich schon genauso, wie der Name sagt. Erstmal metallisch irgendwie. Metallisch. Und der erinnert mich gerade voll krass an irgendwas. Also wie der, so der riecht schon so süßlich, metallisch irgendwie. Der hat Aldehyde gelistet. Mhm. Der hat auch was Bergamotte, meine ich, ja, in der Kopfnote. So dass es im Auftakt dieses Metallische irgendwie entsteht. Metallisch, ne? Frisch und grün. Genau, metallisch grün. Mhm. Metallisch ist auch, vielleicht sehen wir ein bisschen so von dem Namen und der Verpackung auch so ein bisschen. Ja. Weil wenn ihr schaut, das ist schon, das sieht ja auch so metallisch aus. Mhm. Ne? Kann sein, dass wir dadurch ein bisschen so auch unser Gehirn so manipuliert mhm. ist dadurch, ne? Oder beeinflusst halt. Aber dennoch, der hat halt diese Aldehyde und mit Bergamotte gemischt, ergibt sowas, ja, Eisernes irgendwie, mm, ne? Ja. Genau, so Kaltes, nicht warm. Genau, und dazu, der riecht kühl und genau, der ist nicht warm, der Duft. Der wird aber warm. Genau. Im Drydown kommt schön nämlich, cremig, genau, und Vanilliges, mhm, hölzern, cremiges irgendwie. Ja. So entwickelt er sich. Also der hat einen krassen Verlauf. Also der ist durchgehend besonders, mhm, ungewöhnlich, aber trotzdem alltagstauglich. Ja. Weil der ist ein Tom Ford Duft und die meisten Tom Ford Düfte sind keine Beast Mode, also keine extrem starken Düfte. Die halten gut, die sind classy, die sind auch schon auffällig, und das ist auch eben der. Ja. Aber die sind nicht unangenehm. Das heißt schon, man wird euch wahrnehmen und es wird auch irgendwie so vielleicht ein Gesprächsthema sein können, weil das halt sehr besonders riecht. Auch hier, den habe ich nicht direkt gekauft. Ich habe den gesprüht und dachte so, boah, was ist das denn? So komisch irgendwie. Dann bin ich rausgegangen, sind mit dem Kaffee trinken gegangen. Und dann hatte ich den am Handgelenk und dachte mir die ganze Zeit, boah, was passiert hier mit diesem Duft? Mhm. Was passiert hier gerade? Das war so besonders, dass ich gesagt habe, ne, ich gehe jetzt wieder zurück und den hole ich dann. Na, habe ich den geholt. Ich finde den wirklich sehr besonders. Muss man halt mal getestet haben, wenn man auf so eine Kombi überhaupt steht, ne? Ja. So, ich bin da ja offen für alles. Mhm. Genau, ja, das waren genau diese ja, auffälligen, nicht 0815 Düfte aus unserer Sammlung. Uns würde natürlich wieder mal interessieren, was habt ihr in eurer Sammlung denn für Düfte, wo ihr sagt, boah, die sind echt schon auffällig, aber nicht unangenehm oder krass stark oder so. Darum geht es nicht, ne? Das habt ihr hoffentlich verstanden. Also es geht nicht darum, dass ihr eine mordsmäßige Sillage und so weiter habt, sondern auffällige Düfte, die einfach mal anders als riechen. Genau, die einfach anders riechen. Genau. Genau, deswegen würde uns das mal brennend interessieren, was ihr da noch so habt. Vielleicht haben wir ja tatsächlich dann auch noch irgendwas davon in unserer Sammlung, können das nochmal abchecken, ob wir das dann auch so empfinden. Ja, ja, genau, das war es dann. Dazu, genau. Wir hoffen, dass ihr euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und bye! Wir haben Partnerlook, doppeltes Lottchen. Mhm, Frisur und Pulloverchen. Ja. Ciao!